Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich von EKSA die M, sieht man jetzt hier schlecht, das ist die EM100 und das ist die EM600. Können wir auf der Rückseite besser sehen, da ist es nämlich Heldet-Bild. Ich zoome mal ein Stück raus. Ja. Da steht es EM100, EM600. Und ich mache mal zu jeder von den beiden Mäusen ein separates Unboxing-Video. Und dann demnächst werde ich sie dann am PC testen und mal gucken, wie sie sich da dann schlagen. Ich habe ja sowieso nach einer neuen Gaming-Maus gesucht. Und vor allem mit RGB, wenn hier Rainbow-Effekt und so ist, recht geil. Dann, ja, passt das natürlich zu meinem Mauspad und zu meinem ganzen RGB. Man kann nie genug RGB haben. Ich würde sagen, wir fangen mit der EM100 an. Ich kann die natürlich auch, müsst ihr auch verstehen, nicht zur gleichen Zeit testen. Ich werde die nach und nach testen. Deutsche Software 10. Mehr Informationen. Unterstützt Makroanpassungen. Es gibt 6 Display-DPI-Stufen. Grün, lila, blau, rot, Cycle, gelb. Gelb ist 8000. Oh, wir haben jetzt Liftenkabel. Der Übergang sieht auch sehr gut aus, schön gut verarbeitet, nicht locker oder so. Gefällt mir sehr gut. Ich habe bis jetzt immer nur die Headsets von EKSA gehabt. Das sind die erste Mal Mäuse. Oh, eine schöne große. Oh Gott, schön für meine dicken, fetten Hände. Oh, die liegt gut in der Hand. Die meisten sind ja alle so ein Stück kleiner. Wisst ihr, was ich meine? Die sind dann halt nur so. Und dann, aber hier ist wieder schön, schöner, großer, wölbiger Bauch und, oh, ist das auch, die ist sehr angenehm. Die ist sehr, sehr angenehm für meine dicken, fetten Hände. Auch hier, das, hier haben wir hier an der Seite die Tasten. Ja, Windows-Taste und so kann man natürlich aufballern und so. Kann auch Tasten anpassen, denke ich mal. Gefällt mir sehr gut. Also die gefällt mir schon mal sehr gut. Die werden wir dann demnächst testen. Ich mache jetzt auch nicht die Schutzfolie extra rum, weil ist Quatsch. Die packe ich sowieso demnächst aus, wenn ich am PC bin, und dann werde ich die mal am PC ranmachen. Und dann werden wir die einfach mal testen. Weil mehr kann ich da jetzt auch nicht machen. Ihr seht ja, da ist ja nicht großartig was mit bei. Das ist nur eine Maus. Und ich werde die jetzt erstmal testen und dann kann ich, glaube ich, mehr sagen. Ich werde das Unboxing-Video natürlich auch erst dann veröffentlichen. Nicht, dass ihr euch wundert. Wenn ich die Maus eine Weile getestet habe. Also eine Weile benutzt habe. Vorher kommt doch das Unboxing nicht. Also erst das Unboxing und ein paar Minuten später wird dann das Hardware-Video natürlich veröffentlicht. Wo wir dann halt über die Maus sprechen werden. So, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.